Es sah gerade irgendwie aus wie jemand aus Star Wars. Also als er ausgesaugt wurde, Alex, dieses und dieses Gesicht. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Sie lebt noch. Ruhig gestellt. Alles klar. Bin unterwegs. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. War nicht. Bin ich dumm? Kann sein, dass ich mich täusche, aber war nicht vorhin der 15. März? Ui. Stimmt, ich bin eine Frau, deswegen habe ich solche Schuhe. Das bildest du dir ein. Okay. Von mir. Ich weiß es halt echt nicht. Hier auch öffnen. Nein, das ist nur, oder? Hä, das habe ich doch alles schon genommen. Mann, was soll das? Es kommt gleich wieder so ein Anruf, so, ey, Brudi, zieh den Anzug an und installier Neuromods und so. Wieso ist das alles wieder da? Jetzt muss ich alles wieder von neuem zerstören. Das ist so stressig. Nee. Wo ist das hin? Boah. Das ist echt robustes Glas und das ist anscheinend ein echt rutschiger Boden. Der Bot macht gerade einfach nur Werbung im Chat. Discord und YouTube. Kann ich das Klo anmachen? Warum geht es nicht kaputt? Okay, sogar wir geben wieder F-Paradox ein. Jetzt habe ich sechs E-Mails. Sechs E-Mails. Aha. Gefahr, verschwinden Sie. Ende der Nachricht. Gefahr, verschwinden Sie. Ende der Nachricht. Gefahr, verschwinden Sie. Ende der Nachricht. Gefahr, verschwinden Sie, Ende der Nacht. Gefahr, verschwinden Sie, Ende der Nacht. Gefahr, verschwinden Sie, Ende der Nacht. Oh, das ist. Ah, ich darf das Mausrad nicht drehen. Ist das alles von derselben Person? Ja, alles von General. Sonst ist da nichts. Ich will Daten. Dateien. Okay. By the way. By the way. Random Frage. Ist die Mehrzahl von. Gibt es eine Einzahl von Daten? Dateien? Eine Daten? Ich bin gerade voll. Ich wollte eigentlich was fragen und dann ist mir eingefallen, was die Mehrzahl betrifft, und dann ist mir eingefallen, dass ich nicht mal die Einzahl weiß. Sprachsynthese und Erzeugung natürlicher Sprache. Ui, das ist cool. Das werde ich gerne in echten Leben, weil so Alexa-Stimmen und so ist halt nervig. Genau. Was ist das für ein Sound?
Ich hab den gerade, ich hab das bis jetzt gar nicht, also jetzt echt gar nicht bemerkt. Herzlichen Glückwunsch, Alex. Das, aha, Alex, das habe ich doch alles schon. Hä? Also, ich keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass es hier irgendwie gefährlich sein könnte. Also, ich wollte nur. Natürlich wollte ich einfach. Eigentlich einfach nur hier ein bisschen spielen. Nichts Besonderes. Kannst du dich daran erinnern, als wir gespielt haben? Ich kann mich daran erinnern, dass wir gespielt haben. Und Kleinigkeiten weiß ich noch, aber das habe ich vergessen, dass es jetzt gerade nichts ist. Ich spiele es einfach. FIFA. FIFA 39. Die Musik ist aus. Lebt der Fisch noch? Bitte sag, der Fisch lebt noch. Ja. Zum Glück. Gutes Gedächtnis. Ich weiß ich noch einige Sachen, aber nicht mehr viel. Wieso habe ich jetzt eine. Lol, das ist voll weird, das ist aber Viereck. Wieso habe ich jetzt eine Taschenlampe? Da fehlt was. Naja. Oh hey, der ist jetzt auch. Der Imperator. Hallo Morgan. Wir sollten reden. Mein Codename ist January. Das ist kein Traum. Was gestern geschah, war real. Wenn Sie wissen möchten, was los ist, müssen Sie erst Ihr Apartmentgebäude verlassen. Sie sind dort nicht sicher. Oh ja. Ich liebe es. Es sieht so cool aus. Oh, ich liebe diese Looking Glass Technologie in dem Spiel. Es ist so cool, einfach. Ah. Und mir ist wieder viel zu warm. Ah, lol, das habe ich vergessen. Oh, okay. Dass sie dieses Leuchten anscheinend mit Scheinwerfern gemacht haben, die aber nicht an dem Ort sind, wo das Licht herkommt. Okay, Ah! Alter! Gut, Sie sind im Simulationslabor. Gehen Sie jetzt zum Ausgang. Ich bleibe in Kontakt. Lol. Hä? Magie! Weitermachen. Ich mag Geräusche nicht. Oh, okay, cool. Da schaue ich gleich in die Finger. Sachen schauen, dass ich halt. Nicht Dingsbums. Ne? Ah, lol, ich war gerade kurz verwirrt. Weil. Okay. Das habe ich komplett vergessen, dass man anscheinend von der einen Seite durchschauen kann und von der anderen nicht. Ich dachte, Looking Glass wäre halt einfach so
Ja, dass es halt cool aussieht, aber dass man von beiden Seiten nicht sehen kann, was das echt ist. Aber okay. Oh mein Gott. Wo ist er? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe gehört, dass da Dings gekommen ist, aber ich habe es nicht gesehen. Also ich habe die... War er die Pizzaschachtel? Nein. Hä? Was war er? Alter. Ich brauch irgendeinen Dingsbums, cool. Das ist eine Leiche. Aber was war er? Er war einfach plötzlich da. Okay. Jetzt glaube ich auf jeden Fall, dass es hier nicht sicher ist. Das ist natürlich. Das Glas kann man nicht durchschlagen. Ist der überhaupt Glas? Der ist nicht mal Glas. Ja, wow. Aktivitätsprotokoll. 22. Februar 2035. Okay, 35 war's. Von 0 bis 7.30 Uhr schläft. 7.31 Uhr wacht auf, stellt Alarm ab. 7.32 Uhr schaut auf Transcribe. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. 7.34 Uhr bis 7.55 Uhr am Computer verschiedene Aufgaben. 8.04 Uhr duscht. Die haben mich beim Duschen beobachtet? Alter. 8.26 Uhr, legt Uniform an, verlässt Apartment. Ich habe nicht mal geduscht, fällt mir gerade auf. Ich schreibe mir einfach irgendwas auf, damit sie ihrem Chef sagen können, sie machen ihre Arbeit. Aber in Wahrheit schreibe ich mir einfach irgendwas auf. Ich kann das hier heben? Okay. Warte, wenn das jetzt kaputt geht... Really? Ernsthaft? Warte, kann ich jetzt einfach? Ernsthaft? Aber ich kann das nur dort, wo es schon kaputt ist, oder? Was ist das? Was ist das? Ich mag das nicht. Warum ist das? Ist das einfach Musik? Was ist das? Okay, E-Mails. Tägliche Tests. Wenn Sie schon mit unserem wenn Sie schon mit unserer Hauptprotokolllinie zu tun hatten, wissen Sie, dass wir uns manchmal noch mehr anstrengen müssen, um unsere Meilensteine zu erreichen. In diese Entscheidungen fließen jegliche Risiken ein. Die Verlängerung von unbestimmter Zeit war eine direkte Bitte sowohl von Alex als auch von Morgan. Ich wollte das. Okay. Ein Kommentar zu heute Morgen. Zu heute Morgen. An alle Mitarbeiter. Ich weiß, der Vorfall vom heutigen Morgen hat uns alle schwer getroffen. Bitte unterlassen Sie jeglichen Kontakt außerhalb Ihrer Abteilung, um unnötige Panik zu vermeiden. Es wird in Kürze eine stationsweite Ansage geben. Bis dahin befinden sich Miss Elzar und ihr Sicherheitsteam in höchster Alarmbereitschaft und werden sich um ihre Anfrage kümmern. Ich weiß, manche von Ihnen machen sich Sorgen um Dr. Bellamy. Er wird derzeit im Traumazentrum behandelt. Sein Zustand ist kritisch, aber stabil. Vielen Dank für Ihre Geduld. Als ob er das überlebt. Auf Hingabe für dieses Projekt. Oh, warte, ist das von... Ui, das kriselt von hinten.
Oh, das ist echt geil. Ich liebe das so sehr. Es ist einfach so. Es ist so geil. Ich kann einfach. Badadadada. Ist da. Nein, das ist alles nichts, okay. Rohrzange. Wird mir jetzt eine Rohrzange erklärt, oder was? Die Industrierohrzange. Warum hat alles so komische Namen? Auch Heffi genannt. Okay, mit Maustaste kann ich schlagen. Also schwingen. Schwingen. Weil sie nicht schlagen sagen wollen. Gedrückt halten, um anzugreifen. Okay, das ist cool. Aber es gefällt mir nicht, dass mir das jetzt gesagt wird. Obwohl, naja, ich habe wahrscheinlich wegen dem einen Mimik, der mich schon angegriffen hat. Aber ich will kurz was schauen. Hier ist jetzt zu. Genau. Wenn ich jetzt. Ich hätte nicht durch die Tür gehen müssen. Aber egal. Wenn ich jetzt hier hingehe. Da ist ja. Hier ist so ein bisschen offen. Wo führt das hin? Ah. Eh zu dem Raum, wo ich jetzt hingehen hätte sollen. Cool. Ist das. Ernsthaft? Wow. Aber hier wird irgendwas rein oder rausgeschliffen? Vermutlich eher raus, sonst wäre ja was drin. Hä? Okay, ich mich wieder, das habe ich auch voll vergessen. Oh mein Gott, das ist so geil. Warte, 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 das will ich machen. Wie komme ich da hin? Ich glaube nicht, dass das dazu gehört. Ah, okay. Ich bin jetzt am Dach, quasi. Was hat mich jetzt geschoben? Cool. Wenn ich jetzt. Was wäre da? Ah, einfach dieses. Ah. Okay, das macht Sinn. Jetzt erklärt das auch, wieso der Aufzug angeblich so schnell sein soll. Okay. Aber hier. Er macht mir Angst. Ich mag dieses Geräusch nicht. Da ist auch so ein Aufzugssystem. Aber wieso ist alles so zerstört? Weil ich meine, ja, okay, war so ein Angriff und Dingsbums, aber warum? Als ob diese Mimics da jetzt rumgerannt sind und die ganze Technik K.O. gehauen haben, so. Hä, warum sollten die das machen? Kann ich wieder mit dem Aufzug Sachen ändern? Eine Bank. Okay, aber das ist schon irgendwie echt cool. Okay, ich dachte, es hätte sich bewegt. Und muss ich hier gehen? Der schöne Bluescreen. Oh, warte, 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 warte. Ich habe was voll vergessen.
Da war noch ein Programm. Was macht das? Hier. Beziehen Sie sich auf das Testprogramm von Audio-Ereignissen. Hey Morgan, wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Das kenne ich irgendwoher. Oh, warte, fliegt da jetzt der Helikopter vorbei? Warte, ich will den sehen. Helikopter, wo bist du? Also, halt hier, Helikopter ankommen. Ah, ich will es sehen. Ist das nur der Sound? Taubentest? Und man sieht wirklich nichts. Mann. Das ist aber trotzdem einfach viel zu cool. Ups. Da ist noch ein PC. Hey. Kein Passwort gefunden. Kann ich das hacken? Oh Mann. Hätte ja sein können. Mich beobachtet. Ein Typ, der sein ganzes irgendwie voll lange jetzt schon unwissend beobachtet wurde mit voll vielen Kameras und allem und dem ganzen Zeug, sagt, wenn er eine Kamera sieht, dass er sich beobachtet fühlt. Ist das einfach der andere Aufzug? Wow. Es ist einfach eine random Aufzugtür. Auch nicht schlecht. Okay, aber dort waren auch noch Programme, die wir jetzt ausprobieren können. Hey, hey, hey.